receive into the underworld the spirit of Ankh-Zanaman, but not for long. Im alten Ägypten konnten sich nur wenige eine sorgfältige Einbalsamierung leisten, denn die Mumifizierung des Körpers war sehr aufwendig und dauerte über 2 Monate. Dies den höhergestellten Personen, wie Priestern, Beamten und natürlich Königen, vorbehalten. Zu Beginn einer Mumifizierung wurden den Toten alle inneren Organe entfernt. Die Organe legte man in Tonkrüge, die mit der Mumie ins Grab kamen. Dann wurde der Körper gründlich mit Palmwein gereinigt und mit Natronsalzen ausgetrocknet. Damit war der erste Teil der Mumifizierung abgeschlossen. Hergerichtet werden. Der Körper wurde gewaschen und mit duftenden Ölen und Salben eingerieben. Dann stopften die Mumienmeister den Körper mit Leinenbinden oder Sand wieder aus. Schließlich konnte die Mumie eingewickelt werden. Manchmal wurden dafür mehrere hundert Meter an Tüchern und Leinenbinden gebraucht. Even to the underworld, the spirit of Ankh-Zanaman, but not for long. Osiris will release thy soul. Im alten Ägypten konnten sich nur wenige eine sorgfältige Einbalsamierung leisten, denn die Mumifizierung des Körpers war sehr aufwendig und dauerte über 2 Monate. Daher war dies den höhergestellten Personen, Priestern, Beamten